wieder unser Grundequipment zusammenstellen, mit ein bisschen Glück haben. Gibt es dann auch mal jetzt genügend Steine für eine Steinhacke? Ah, guck mal, ein Stück Kohle bekommen. Oh, Kohle ist sehr wichtig. Da können wir nämlich auch was draus bauen. Ach, wer hätte das gedacht, dass man aus der Kohle was bauen kann? Ich dachte, die findet man hier so umsonst. Was die Lianen hier machen, weiß ich aber auch noch nicht. Die hängen ja auch einfach nur so rum. So, da unten habe ich Gras. Und einen grünen Blob. Oh, ich lande direkt auf dem Blob drauf. Aber hab einen Herb bekommen. Wow, Level up und einen HP-Punkt bekommen. Wow. Krass. Oha, zwei Bienen. Und ich habe... Obwohl, ich kann die Biene, mal kommen lassen. Ah, fuck. Ich versuche die immer noch zu treffen, bevor sie bei mir ist. Aber da bringt mir immer nichts. Wow. Jetzt der finale Endkampf gegen das Schwein, diesmal mit ein bisschen Hüpfskills. Ah, fuck, ich darf auch nicht, überhaupt nicht draufspringen. Ah, fuck, noch zwei Lebenspunkte. Aber das kriegt man auch, nee, daher müsste ich viel mehr Schaden machen, also... Selbst wenn ich 6 Schaden pro Schlag mache, ist das Schwein immer noch schwer. Und wieder ein Schwein. Aber ich könnte jetzt natürlich erstmal ein Schwert craften. Dann hätte ich auch mal mehr Chancen. Obwohl, kann man hier so runter mit dem Schwert und immer so hochspringen? Das wäre eine Idee. Boah, ich mache mir jetzt erstmal schnell ein Schwert. Dabei habe ich ja schon Defense. Wow. So. Geil. Oh, Critical 8. Ja, jetzt dürfte es mit ein bisschen Glück klappen. Ihr merkt, das Ding hat eine sehr krasse Lebensleiste. Es hat auch irgendwie so ein paar Stacheln dran, kann das sein? Voll das Stachelschwein hier. Oh, fuck. Oh, jetzt verkacke ich es. Gerade eben lief's noch super. Jetzt verkacke ich's. Wegen diesem blöden Blub hier auch, der da unten... mit rumrast. So. Wow. Ja! Ja, das blöde Schwein ist besiegt. Beste Runde aller Zeiten. So. Noch ein Monster. Oh. Critical. So, und... Ja! Komm her, Blub! Von dem habe ich keine Angst mehr. Ich habe gerade ein Schwein besiegt. Ich habe doch vor einem Blub keine Angst. So, ich kann mal schnell mich in Sicherheit bringen. Und mal schnell an meiner Spitzhacke craften. So.
hätte man jetzt auch. Dann kann ich ihm hier ganz schnell ein paar Steine abbauen. Hoffen, dass ich mehr kriege als nur... Was gibt es eigentlich da unten aus dem blauen Stein zu holen? Ja, auch nur Stein. Yeah. So. Oh Gott. Ja, man kann hier zum Glück zurückgehen. Also das ist kein... Nur in eine Richtung laufen. Spiel. Oh, da gibt es eine Chest. Oh, geil, eine Chest. Da können gute Items drin sein. Ich bin ganz so auszusehen aus dem Spiel rausgegangen. Ja, immerhin habe ich ein bisschen was bekommen. Ich gucke auch gleich was. Oh, meine Nase juckt. Ah, da kommen schon die nächsten Blobs hier. Die wollen mich jetzt ein bisschen stressen. Haben jetzt... Aber ich habe jetzt Kraft und Level-Ups gemacht. So, jetzt, was haben wir hier noch? Ein Stein. Da oben, wenn wir Glück haben, finden wir hier einmal Herb drin. Finden kein... Oh, da muss noch ein Stein. Oh, da muss ich ran. Das ist der rettende Stein. Oh, also der Stomach beginnt to grumble. Ist nicht so schlimm. Es gibt nämlich noch einen anderen Event, der hier passieren kann. Der ist allerdings nicht so cool. Und zwar mache ich jetzt eine Steinspitzhacke. Oder nee, ich mache nämlich ein Steinschwert. Ich glaube, ein Steinschwert wäre besser. Um mich gegen Monster besser verteidigen zu können. Ja, machen wir uns ein Steinschwert schnell. Ist einfach jetzt mal für den Angriff besser geeignet. Können wir mal zeigen. Mach gleich hier mehr Schaden. Und ich kann mal fix... Oh, ich habe sogar noch zwei HP-Tränke. Oh, ich habe noch zwei Herbs. Herbs kann man zu HP-Tränken verarbeiten. Habe ich noch drei HP-Tränke. Jetzt habe ich einen großen HP-Trank und einen kleinen HP-Trank. Alter, das ist ja voll cool. Das ist noch schnell mal hier... So, jetzt mal mein Essen futtern. Naja, immerhin. Ich habe halt keine Kohle. Ich kann auch nichts Kohlemäßiges machen. So, jetzt mal hier noch den Blob vernichten. Oh, da noch. Oh, jetzt läuft's hier. Jetzt aber hier. Jetzt habe ich einen Run. So, das kann ich nämlich. Ja, ich mach. Zwei große HP-Tränke. Die sind gut. Danach hacke ich hier schnell noch den Stein weg. Bekomme Kohle und Stein, aber noch nicht genügend Stein. Jetzt können wir mal die Biene mal kommen lassen hier. Komm her, Biene. Okay, jetzt müssen wir trinken. So, 5 HP aufgefüllt. Jetzt hat die Biene bestimmt schon ein bisschen Schiss, aber ich hab echt. Ich bekomme das mit dem Movement hier noch nicht hin. Also da bin ich echt noch so ein richtiger Günther. Ah, ich geh auf Nummer sicher und trinke gleich nochmal einen Trank hier, bevor ich jetzt hier unnötig sterbe. So. Biene ist besiegt. Gibt's jetzt auch nur Holz zu holen? Doch. Ein! Oh, ich klicke mich gerne aus dem Spiel raus. Das nervt mich. Ah, Level Up und einen HP-Punkt bekommen. Sehr gut. So. Da ist noch eine Biene. Ich muss aber das Levelende erreicht haben. Greift die nicht an? Ja, ich glaube, die greift an. Na, oh Gott. Ah, so geht das. Wow, sehr gut. Ey, langsam läuft's. Langsam kriegt das hin. Ja, Zombie hat immer gekämpft oder umgespielt. Die sind halt echt ein bisschen besser als ich. Ne? So ein ganz kleines bisschen so. Also eigentlich ganz viel. Oh Gott. Wenn die von unten kommt. Ich glaube, die kann nicht durch den Boden durch.
Ob die sich auch an die Gesetze der nicht existenten Physik dieser Welt gebunden. Aber ich gehe kein Risiko mehr ein mit nur noch 6 Leben. Würde ich lieber hier unten nehmen. Blob. Komm her, Blob. So, den Stein habe ich geholt. Na gut, wenn der Blob nicht kommen will, dann muss er auch nicht. Oh, da ist, oben ist noch ein Schwein. Und da ist noch ein Schwein. Ich könnte aber in die Tür flüchten. Und zwecks des Progress flüchte ich jetzt. Und tschüss und weg. District. Ja, da ist ein Huhn. Oh, kann man da kaufen? Ui, noch eine coolere Axt. Kann man das Huhn töten? Raw Chicken. Ich habe Essen bekommen. Ein rohes Hühnchen. Oh, ich sollte aber dringend mal ein bisschen was essen. So, jetzt kann ich hier ein bisschen das machen. Kann ich aber auch nicht machen. Habe ich auch nichts dabei. Das kann man hier machen bei dir. Life is great. Flora the Taylor. Okay. Hier könnte ich mir noch eine coole Spitzhacke kaufen. Und unnütze Items loswerden. Zum Beispiel hier mein altes Holz. Zeug, mein Holzschwert kann ich loswerden. Gibt ein bisschen die blauen Pilze, die behalte ich mal. Ich weiß nicht, was man davon noch brauchen könnte und was nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch einmal Kohle. Wenn ich noch einmal Kohle kriege, was ich natürlich mal machen kann. Auf jeden Fall mal gleich eine große Hacke kaufen. Er hat noch nicht genug Kohle gehabt, um hier ordentlich was zu tun. Oh, wie bin ich hier gelandet? Wow, ja, jetzt können die Gegner auch zaubern. Wow. Und die können leider durch ein... So, aber Level Up. Jetzt kann ich nämlich einen Skill selecten. Und ich mach mal hier. Irgendwie kann man jetzt hier die aktivieren. Ich weiß nur noch nicht richtig wie. Oh, wuhu. So. Kann man das hier auch fällen? Was gibt's denn dann? Oh, nee, das ist wie gerade beim Knochen zuschlagen. So, ganz viele Wooden Sticks. Ja, selbst reden darf man da nicht rein in diese komischen Bälle. Okay, ich baue mir mal ganz schnell. Einfach, weil ich schon ganz schneller bin. Verdammt, das habe ich ganz schön jetzt hier. So. So, genau. Kann ich mir ganz schön nämlich noch eine Steinspitzhacke machen. Endlich auch mal ein bisschen besser zu spitzhacken. Auch noch 2 Lebenspunkte, Alter. Darf echt nichts passieren. Wer weiß, was der Typ da unten Fieses kann. Oh Gott. Okay. Ich will nicht schon leben, weil ich nichts zu essen habe. Das heißt, ich sollte ganz schnell... Auch wenn es jetzt nur rohes Zeug ist, wenigstens... das rohe Zeug essen, weil noch ein Lebenspunkt jetzt, also das könnte jetzt schon wieder voll in die Hose gehen. Ah, shit. Ich weiß auch nicht, was der Typ da unten drauf hat. Etwas Glück ist das nur normaler Kämpfer.
Also nur einer, der nur... Oh Gott, irgendwas noch... Oh, nee. Ja, hätte ich im ersten Biom wesentlich mehr killen sollen, also... Oh, immerhin. Ja, jetzt kommt die scheiß Zaubererkacke. Ah, er ist zum Glück runtergefallen. Das heißt... Oh Gott. Ja, jetzt müsste ich die hier alle kalt machen. Na gut, das werde ich eh nicht schaffen. Ja, gleich runtergefallen und gleich rein und... Ach ja, also ihr seht, immerhin habe ich jetzt ein paar mehr Punkte. Ich habe jetzt nochmal immerhin 300 Punkte bekommen. Gut. Ja, war ganz lustig, würde ich mal sagen. Magic Kite. Ich habe keine Ahnung, also ich... Ja, hätte schon noch ein bisschen Bock auf das Spiel, aber eine ganz neue Let's Play-Reihe, sind wir mal ehrlich, weiß ich nicht, weil ich sollte vorher vielleicht noch ein bisschen was üben, aber ich kann euch das Spiel ans Herz legen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen gesehen, was hier abgeht und ja, gemerkt, warum mir das Spiel so viel Spaß macht und warum es auch vielleicht euch Spaß machen könnte. Und wenn es euch Spaß macht, wie gesagt, kauft es bei Steam. Wenn ihr gleich Kumpels habt, könnt ihr am Vorpack kaufen, kostet nochmal einen knappen Zehner weniger. Ist auf jeden Fall lohnenswert und ja, ist fordernd, ist ein anspruchsvolles Spiel. Also wer von euch schon mal ein Roguelike gezockt hat, der weiß, was ihn da erwarten wird. Ansonsten freue ich mich, wenn ich euch ein bisschen was vom Spiel zeigen konnte. Und in diesem Sinne bedanke ich mich, freue mich aufs Feedback und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Hyuga. Tschüss.